Ja, läuft. Ja. Okay, also heute rezensiere ich das Buch Pharaonen und Sumera, Megalithiker aus dem Norden von Dieter Brasch. Jo. Dann legen wir hier hin. So. Ja, der Titel meiner Rezension lautet: Denn nur die Milch macht's. Kuhmilch-Werbespot-Klassiker von 1992. Wie immer meine Einleitung, für den Leser meiner Rezension, auf Amazon werden Rezensionen schon lange nicht mehr anhand ihrer Behilflichkeit und anhand ihres Informationsgehalts bewertet, sondern lediglich nach politischer, religiöser Weltsicht und oder nach Geschmack. Und dank Trollen, Hatern und Internet-Toughguys sind die Bewertungen der jeweiligen Rezension sowieso kaum noch ernst zu nehmen. Ich bitte daher den Leser meiner Rezension, meine jede Rezension nicht anhand der Kundenbewertungen vorzuverurteilen. Danke. Komme ich nun zum Buch Pharaonen und Sumera, Megalithiker aus dem Norden, Hinweise aus Biologie und Technik zum Ursprung früherer Kulturen von Dieter Brasch. Dieter Brasch nimmt in seiner vorliegenden Arbeit nach der autodidaktischen Studie von Jürgen Spanuts Buch Das enträtselte Atlantis an, dass es spätestens ab dem 4. Jahrtausend vor Christus eine Naturreligion in Nordwesteuropa, präzise im so zu bezeichnenden abgeschlossenen Dolmengebiet im Bereich der westlichen Ostsee, gegeben hat. Begründet von Rentierjägern und Rinderhirten, die auch zur See fuhren, Megalithgräber bauten und die Sonne verehrten. Sie drangen ins Mittelmeergebiet ein und begründeten die alten Hochkulturen. Von Dänemark bis zum Meer war der Glaube allen gemeinsam, dass die Götter am Anfang Himmel und Erde schufen, der Himmel von Göttern, von einer Säule oder einem Baum gestützt werden musste und die Seele unsterblich sei. Und die Seelen benötigten ein Boot und einen Fährmann, um ins Jenseits zu gelangen. Eine der Grundlagen, auf die Dieter Brasch seinen Standpunkt, die Ausbreitung einer indoeuropäischen Kultur ist von Nordeuropa ausgegangen und nicht umgekehrt, dass Europa in der Stein- und Bronzezeit kulturell in allen wesentlichen Entwicklungen von den Hochkulturen in Ägypten und Mesopotamien beeinflusst worden sei, stützt, ist die Viehwirtschaft und der Ackerbau, die Metallverarbeitung und der Schiffbau, welche Grundvoraussetzungen jeder antiken Kultur bzw. Hochkultur sind. Neben den logisch nachvollziehbaren Argumenten dieser Grundlagen liefert Dieter Brasch des Weiteren Darstellungen von Hörner- und Spiralsymbolen in einer Zeitspanne von rund 4000 Jahren, von Irland über Ägypten, Sumer, Kreta, Mykene und Griechenland bis zu den Angelsachsen, welche er allesamt miteinander verknüpft. Unter anderem erklärt Dieter Brasch, dass die Spiralen das Sonnenzeichen als zentrales Symbol einer weit verbreiteten Naturreligion bzw. Urreligion gewesen ist. Diese Spiralen oder eventuell auch gewundene Schlange wird auch als Symbol der Urmutter oder als Weltordnungsidee dargestellt. Oder sie symbolisiert ein Motiv der jährlichen Sonnenbahn, laut Brasch. Anmerkung des Verfassers, also von mir. Können die Spiralen bzw. die sogenannten entgleisten Spiralen, sprich die beiden Spiralen verbunden mit einem Mittelstrich, ein Zeugnis der Auswanderung der Megalithiker aus dem Norden gen Süden darstellen? Die erste bzw. obere Spirale dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn, sprich der Sonne entgegen, von Norden her betrachtet. Und oder wie der Wasserstrudel und die Luftströmung, in Klammern, mit Berücksichtigung der Corioliskraft auf ein Tiefdruckgebiet, Klammer zu, auf der Nordhalbkugel links herum. Dazu gleich was. Die zweite bzw. untere Spirale nach dem sogenannten Mittelstrich als eventuelles Zeugnis der Äquatorüberquerung gen Süden rechts herum, sprich im Uhrzeigersinn. Könnten demnach Santur, auch bekannt als die schwarze Sonne, wie auch das Swastika, auch bekannt als das Hakenkreuz, eventuell dieselbe Naturreligion bzw. Urreligion als Ursprung haben? Besteht die Möglichkeit, dass die Spiralen als Sonnenzeichen bzw. als Motiv der jährlichen Sonnenbahn den Vorläufer der schwarzen Sonne, des Hakenkreuzes und auch des Yin-Yang-Symbols, welches seinen Ursprung angeblich im Osten, präzise in Tibet haben soll, darstellt? Sehr wahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich kurz eine Unterbrechung machen. Zu dem Hakenkreuz. Jetzt werden natürlich einige aufmerksame Zuschauer sagen, Moment mal, aber das Hakenkreuz oder Swastika von Adolf Hitler war doch das Linksdrehende, das war doch das Dämonium gewesen, ja, 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 bla bla bla. Dazu sollte man sich in diesem Buch hier von Gorsleben, Moment, ich habe mir extra Zettel reingelegt,
sollte man sich das Kapitel 19 durchlesen, die Runen im Türkreis, und zwar, zumindest in der Version, die ich hier habe, 2 Sekunden, ist das die Seite 338, jetzt muss ich bloß den Satz finden. Ah ja, hier. Oft finden wir auch das Hakenkreuz in einem Kreis eingeschlossen. Dann bedeutet es die Wiederkehr des Lebens im Ringe des Geschehens. Weil ja einige sagen, dass das linksherum ein Dämonium ist. Ist richtig, wenn das aber nur freistehend ist, so wie auf der Buddha-Statue. Ist es in einem Kreis, ist es also die Wiederkehr des Lebens. Und in diesem Fall war der Kreis weiß, also die Wiederkehr der weißen Rasse. Der Arier. Muss man wissen. Ja, nur sicherheitshalber, falls der eine oder andere Klugscheißer meint, was labert denn da für ein Scheiß? Achso, ja, genau. Und um das Ganze mit dem rechtsrum und linksrum zu erklären, dann nimmt man mal einfach hier diesen Begrüßungsring der NPD. Kleiner Scherz, ja. In der Sanitärtechnik weit verbreitet, das ist dieses... Kein Problem, ich mache ja den Witz. Überall auf Erden, wenn man das Ventil aufdreht, dreht man, also aus eurer Sicht, dass ihr sehen... Röhrig. Ja, ja, Meister Röhrig-mäßig, ja, okay. Dann seid ihr alle Eckart und Werner. Dreht man rechts herum, dann dreht es sich also rechts herum auf, nach oben. Und links herum ist natürlich zudrehen, ne, nach unten. Das ist wichtig für die hohle Erde, von unten nach oben, Südpol unten. Wenn man dann raufguckt, dreht sich das also rechts herum. Und wenn man jetzt mittendrin ist und guckt dann nach oben, dann sieht es natürlich so aus, wenn man jetzt in der Mitte der Erde stehen würde, wie das von Adolf Hitler, ne? Also von der NSDAP, links herumdrehend. Ja, da gibt es so ein schickes Bild, habe ich jetzt nicht bei. Da gibt es denn aus früherer Zeit auch Bilder, wo man denn das Swastika, das Hakenkreuz sehen kann. Je nachdem, ob links herum oder rechts herumdrehend, außen herum ist denn die schwarze Sonne im gegengesetzten Sinn, also im anderen, also andersherum. Wenn jetzt das Swastika das Dämonium wäre, das links herum, ist denn außenrum die schwarze Sonne rechts herum. Und umgekehrt ist es denn rechts herum, ist die schwarze Sonne links herum. Werde ich dann einblenden. Ja. Ja. Da die Sonne zumindest im Norden als lebensspendend erfahren wird, stellt Dieter Brasch unter anderem die Frage, ob in Ägypten eine Sonnenreligion ursprünglich als Naturreligion überhaupt entstanden sein könnte. Da Zweifel begründet erscheinen, weil am Nil die Sonne im Sommer lediglich die sengende Dürre bringt und sie, zumindest von den Felachen, sogar als Feind empfunden wurde und wird. Lass das doch mal bitte sein. Zu den Hörnersymbolen schreibt er unter anderem, dass zwischen der Verehrung der Kuh im Norden, hier, der Kuh hier, ja, Mumu, Mu. Zu den Hörnersymbolen schreibt er unter anderem, dass zwischen der Verehrung der Kuh im Norden, in Klammern, die durch ihre Milch die dortigen Rinderhirten nährte, um genau zu sein die Rohmilch, Klammer zu, in Kombination mit der ans Boot gebundenen Schifffahrtreligion eine Verbindung mit dem sogenannten Transportproblem für die Sonne bzw. des Sonnenanbeters der Megalithiker aus dem Norden und dem sogenannten Transportproblem der Seelen der Toten des Totenkultes der Ägypter über den Urozean zum Horizont bestünde. Anmerkung des Verfassers, das ist wieder von mir. Können die Schlangensteven am Bug wie auch am Heck des Barkenrumpfes der Megalithiker aus dem Norden eine abgewandelte Variation der Kuhhörner darstellen? Jedoch verglichen zum Feldzeichen der miteinander zugewendeten zweiköpfigen Schlange, die über einer schwarzen Sonne und einem schwarzen Mond sich befindet, aus dem Hollywood-Spielfilm Conan der Barbar, voneinander abgewendet? Da der Sonnenkult der Ägypter zweifelsfrei von den Megalithikern aus dem Norden übernommen wurde, welches anhand der Sonnenbootsfelsbilder auf Seite 106 eindeutig zu erkennen ist, ist es auch nicht sehr weit hergeholt, speziell mit einem Vergleich der Vogelsonnenbarke mit Vogelköpfen statt Schlangen auf den Steven oder Steven, den Ursprung der ägyptischen/sumerischen geflügelten Sonne, auch bekannt als die Flügelsonne im hohen Norden, zu vermuten. Ich verweise an dieser Stelle meiner Rezension zusätzlich auf die geflügelte Schlange der Maya Quetzalcoatl, auf Deutsch Quarzallschlange oder Kristallschlange, Kristall, ne? Beziehungsweise die leuchtende Schwanzfederschlange, auf den Sonnengott Helios,
aus der griechischen Mythologie mit seinem Sonnenwagen, auf den Stab mit den zwei Flügeln, der von zwei Schlangen umschlungen wird, genannt Hermesstab, und oder auf die griechische Paeton-Mythologie bezüglich des Unterkapitels die kosmische Katastrophe um 1200 vor Christus ab Seite 243 in dem Buch hier von Dieter Borsch. Besonders erwähnenswert ist das Gebilde aus Bäumen, welches sich etwa 12 Kilometer von der uruguayischen Stadt Florida entfernt befindet. Ich spreche von dem Schriftzeichen der Hieroglyphe, sprich dem Sinnbild, welches sich laut Erhard Landmann aus ganz normalen Buchstaben zusammensetzt. Es soll Kot-Eli in Theodiska Spraha, auf Deutsch Gott-Eli, heißen. Dreht man dieses Symbol um 90 Grad entgegen den Uhrzeigersinn, sieht dieses Zeichen den Sonnenbootsfelsbildern der Megalithika aus dem Norden und der ägyptischen sumerischen geflügelten Sonne zum Verwechseln ähnlich. Jedoch mit einer Rune, präzise mit der Tivatz bzw. der Tyr-Rune, welches die 17. der 24 Runen und die 13. der 16 des älteren nordischen Runenalphabets Furtag ist. Ihr Lautwert ist T. Diese Rune verweist auf das Sternbild des Stiers bzw. der männlichen Kuh, sprich zum Aldebaran. Des Weiteren ist der Fährmann als weitere Gemeinsamkeit zwischen der megalithischen, ägyptischen wie auch sumerischen Kultur sehr erstaunlich. Hätte ich noch Griechisch hinschreiben müssen. Erstaunlich. Und lässt mich spekulieren, ob die zionistischen Jots nach Palästina geschleust wurden, mit den SS-Soldaten als so zu bezeichnende moderne Fährenmänner. Und die Säulen in Ägypten wie in Sumer stellen eine Art Verbindungsbrücke zwischen dem Ursprungsland der Megalithika aus dem Norden und dem Auswanderungsland dar. Gilt dann selbiges auch für die Irminsul, jedoch bezogen auf das Herkunftssternensystem, sprich das Sternbild Orion, und den Auswanderungsplaneten, genannt Planet Erde. Zitat: Gebildet ist, wer Parallelen sieht, wo andere völlig Neues erblicken. Gesagt, mein Lieblingszitat oder eines meiner Lieblingszitate von Anton Graf. Demnach bin ich gebildet. Jedenfalls stellt Dieter Brasch weitere interessante Fragen plus diverse aufschlussreiche Thesen wie Antworten, unter anderem über die Verbindung zwischen dem sogenannten Seelengang der Cheops-Pyramide und des Polarsterns, über die überwiegende Anzahl von Megalithika-Gräbern im Nordwesteuropa, zum Beispiel anhand der Steinmangel-Hypothese bis hin zu dem ungeeigneten Giebeldach der Megalithgräber am Toten Meer, über den zutreffenden Begriff Indogermanen statt Indoeuropäer und oder ab Seite 236 über diverse Thesen von Jung Spanut, welche allesamt miteinander verknüpft seinen Standpunkt. Die Ausbreitung einer indoeuropäischen Kultur ist von Nordeuropa ausgegangen und nicht umgekehrt, dass Europa in der Stein- und Bronzezeit kulturell in allen wesentlichen Entwicklungen von den Hochkulturen in Ägypten und Mesopotamien beeinflusst worden sei, belegen bzw. bekräftigen. Die sogenannte Hauptgrundlage, auf die Dieter Brasch seinen Standpunkt stützt, liefert jedoch die Tochter des Pharaos Cheops um 2600 v. Chr., die in ihrem Grab mit blonden Haaren dargestellt ist. Als studierter Mediziner vermutet Brasch einleuchtend nachvollziehbar, dass blonde Haare als genetisches Merkmal nur im Norden, nicht aber im Mittelmeergebiet entstehen konnten. Die hierfür wichtigste Hypothese, welche im Grunde genommen dermaßen klar, wenn nicht sogar offenkundig sein müsste, und obendrein die Behauptung, Europa sei in der Stein- und Bronzezeit kulturell in allen wesentlichen Entwicklungen von den Hochkulturen in Ägypten und Mesopotamien beeinflusst worden, entkräftet bzw. endgültig widerlegt, ist die so zu bezeichnende Abgeschlossenheit des Dolmengebiets im Bereich der westlichen Ostsee bis in die Bronzezeit um 1400 v. Chr. Diese Hypothese belegt bzw. bekräftigt er unter anderem mit Aussagen des deutschen Archäologen Gustav Corsina, des Ägyptologen und Altorientalisten Eduard Meyer, mittels Homers Odyssee, des römischen Historikers Tacitus, aber leider auch
mit Darwins Evolutionstheorie. Ja. Mittels Darwins Gesetz der Selektion und Mutation gelingt es ihm zwar zu beweisen, dass durch eine sogenannte stattgefundene Entfärbung der braunen Hautfarbe, nicht Braunhemden, braune Hautfarbe der südeuropäischen Rentierjäger bzw. der aus Afrika und Mesopotamien eingewanderten Dunkelhäutigen eine natürliche Selektion im so zu bezeichnenden abgeschlossenen Däumengebiet im Bereich der westlichen Ostsee stattgefunden haben müsste. Dadurch ein Mangel an Vitamin D es zu Störungen der Knochenbildung bis Verkrüppelungen bereits bei Kleinkindern kommt. Der Mangel an Vitamin D wird hervorgerufen durch zu wenig Einwirkung der kurzwelligen, energiereichen Ultraviolettstrahlung des Sonnenlichtes auf die Haut. Diese Störung bzw. Verkrüppelung ist unter der Bezeichnung die englische Krankheit und oder Rachitis uns bekannt. Daher gaben und geben auch heute noch verantwortungsvolle Eltern, die es kaum noch gibt, verantwortungsvolle Eltern im Norden Europas ihren Kindern einen täglichen Löffel Lebertran. Einen täglichen Löffel Lebertran zu trinken. Die Bildung der blonden Rasse in diesem Gebiet wäre anhand Darwins Gesetz der Selektion und Mutation demnach nur möglich, wenn die Bevölkerung in dem an UV-Licht armen Norden über Jahrtausende hinweg isoliert gelebt haben. Es dürften folgerichtig keine fremden Dunkelhäutigeren eingewandert sein. Mittels der Grundlagen Viehwirtschaft und Ackerbau, auf die Dieter Brasch seinen Standpunkt, die Ausbreitung einer indoeuropäischen Kultur ist von Nordeuropa ausgegangen und nicht umgekehrt, stützt, beweist Brasch einerseits erneut, allerdings indirekt, in Bezugnahme auf Darwins Gesetz der Selektion und Mutation, dass eine natürliche Selektion im dortigen Gebiet stattgefunden haben müsste, da eine vornehmlich viehwirtschaftlich ausgerichtete Gesellschaft vorherrschte, weil der Ackerbau im Norden sich nicht lohnte. Also nur mit Mumu-mäßig, ja. Diese archäologisch längst bewiesene Tatsache belegt bzw. bekräftigt er unter anderem mit Aussagen des dänischen Archäologen Peter Oluf Bronstedt, des schwedischen Archäologen Martin Stenberger, erneut mit dem römischen Historiker Tacitus und mit dem Bericht des römischen Feldherrn Gallius Iulius Caesar über den gallischen Krieg de Bello Gallico oder Gallizio, Calico, wie auch immer. In der heutigen Zeit ist mindestens jeder zweite braunhäutige Südeuropäer, zwischen 60-90% der Menschen im Norden Afrikas und des Mittleren Ostens und zwischen 80-100% der Schwarzafrikaner und Asiaten laktoseintolerant. Da fällt mir ein, ich will nur einen Schluck Kaffee trinken. Natürlich mit Milch. Ne? Ja, genau. Ich als Nordmensch bin natürlich nicht laktoseintolerant. Die Faustregel lautet, je weiter südlich, je weiter östlich und oder je stärker die Pigmentierung, desto größer die Wahrscheinlichkeit von Laktoseintoleranz. Dies gilt für heute wie auch für damals. Da dies als gesichert gilt, müssten folgerichtig in Bezugnahme auf Darwins Gesetz der Selektion und Mutation die Bevölkerung im so zu bezeichnenden abgeschlossenen Däumengebiet im Bereich der westlichen Ostsee, wo eine vornehmlich viehwirtschaftlich ausgerichtete Gesellschaft vorherrschte, Mumu-mäßig, Kuhmilch, ne? Vorherrschte, über Jahrtausende hinweg isoliert gelebt haben. Es dürften also, wie bereits erwähnt, keine fremden Dunkelhäutigeren eingewandert sein. Zitat. Wer hätte, blablabla, nach Germanien ziehen wollen, das ohne Reiz im Aufbau seiner Landschaft und rau im Klima, dessen Bearbeitungsmöglichkeiten kümmerlich und dessen Gesamteindruck niederdrückend ist, blablabla. Bla bla. Ja, es sei denn, es wäre seine Heimat. Zitat Ende. Okay, weiß keiner. Publius Cornelius Tacitus, De origine et situ Germanorum liber. Zweites Kapitel, die Einwohner und ihre Urgeschichte, Absatz 2. Jedoch andererseits liefert Dieter Brasch mittels der Grundlagen Viehwirtschaft und Ackerbau im Zusammenhang mit dem Unterkapitel der Schnabel, Napf und Henkelkrug auf Seite 77
Beiläufig zum ersten ein Beweis der Unmöglichkeit für Darwins Evolutionstheorie. In Klammern bezüglich der Laktoseintoleranz, Klammer zu. Und somit zum zweiten, dass er vor lauter Megalithgräbern und Spiralen den Überblick verlor. Und obendrein präsentiert er als studierter Mediziner dem Leser seine peinliche, undifferenzierte Einstellung gegenüber dieser lächerlichen Evolutionstheorie, die ewiglich eine Theorie ist und bleiben wird. Obwohl das mit der Rummelschir Mumu-mäßig, das fand ich eigentlich ziemlich cool, ne? Belegt übrigens mit Darwin in dem Sinne. Ja. Dieser peinliche Patzer mittels Darwins Evolutionstheorie, die Hypothese, dass Däumen... Däumengebiet im Bereich der westlichen Ostsee war bis in die Bronzezeit um 1400 vor Christus abgeschlossen, belegen bzw. bekräftigen zu wollen, wäre ja nicht so schlimm bzw. nicht so peinlich, wenn Dieter Brasch nicht bewiesen hätte, anhand des Mangels an Vitamin D und anhand der Grundlagen Viehwirtschaft und Ackerbau, sprich Mumu, ne, beziehungsweise indirekt durch die Laktoseintoleranz, dass die Ausbreitung einer indoeuropäischen Kultur von Nordeuropa ausgegangen ist und nicht umgekehrt, stimmt, wodurch sein peinlicher Patzer gleich doppelt schlimm ins Auge fällt. Wie kann ein studierter Mediziner Darwins Evolutionstheorie, unsere Affenvorfahren wanderten nach deren Pelzverlust von Südafrika gen Norden aus, ernsthaft glauben, aber gleichzeitig über einen Mangel an Vitamin D, welcher durch zu wenig Einwirkung der kurzwelligen, energiereichen Ultraviolettstrahlung auf der pelzlosereren bzw. haarlosereren Haut hervorgerufen wird, schreiben. Des Weiteren hätte er als studierter Mediziner wissen müssen, dass die klimatischen Veränderungen anhand des Pelzverlustes, wie die vorherrschende Laktoseintoleranz bei den Dunkelhäutigen oder Dunkelhäutigeren und bei den Asiaten anhand der dortigen ungeeigneten ökologischen Bedingungen eine Auswanderung gen Norden schier unmöglich machten. Abgesehen davon, dass Dieter Brasch in seinem knapp 300 Seiten Buch Pharaonen und Sumerer Megalithiker aus dem Norden nach der autodidaktischen Studie von Jürgen Spannhuts Buch Das enträtselte Atlantis seinen Standpunkt die Ausbreitung einer indoeuropäischen Kultur ist von Nordeuropa ausgegangen und nicht umgekehrt, aufzeigt bzw. beweist. Oder anders formuliert, abgesehen davon, dass er dem Leser mit seiner vorliegenden Arbeit eine 180-Grad-Wendung des Verlaufs der Menschheitsgeschichte aufzeigt bzw. beweist. Der Leser meiner Rezension möge mir bitte mein Desinteresse bezüglich des Schreibens einer riesigen Abhandlung über die darwinistische Evolutionslüge verzeihen, aber eine Abhandlung über die darwinistische Evolutionslüge würde von meiner eigentlichen Rezension weglenken und oder diese unnötig in die Länge ziehen. Ist ja schon unnötig, 12 Seiten lang, ne? Um der Einfachheit willen verweise ich daher auf die fantastischen Werke des französischen Botanikers und Zoologen Jean-Baptiste de Lamarck und auf die Werke des US-amerikanischen Entwicklungsbiologen und Stammzellenforschers Bruce Harold Lipton, die der Leser meiner Rezension finden wird, indem er sie die Namen als Suchbegriff in die Yahoo-Google-Suchmaschine eingibt. Anmerkung des Verfassers, also von mir. Zumindest kann der gebildete Leser anhand der Informationen über Rachitis, hervorgerufen durch einen Mangel an Vitamin D und über Laktoseintoleranz bei den Dunkelhäutigen, nun besser verstehen, warum die von Zionisten kontrollierte BRD Millionen von Zuwanderern aus dem Mittleren Osten und aus Afrika aufnimmt. Zitat, jetzt genau zuhören. Was bringt den Doktor um sein täglich Brot? Der gesunde Mensch und der Tod. Darum hält der Arzt, auf das er lebe, uns zwischen beiden in der Schwebe. Hat gesagt? Goethe? Ja, nee, Eugen Roth. Da sollten sich besonders die Multikulti-Spinner mal ganz genau hinter die Ohren schreiben. Man kann auch übrigens Arzt durch Pharmaindustrie ersetzen, ne? Ich glaube, das ist aber den meisten zu hoch. Ja, euch doch nicht, ich meine die Zuschauer hier. Doch zurück zu Dieter Braschs Pharaonen Sumerer Megalithiker aus dem Norden. Einer der aufschlussreichsten Beweise für eine eindeutige Gemeinsamkeit zwischen der megalithischen, ägyptischen wie auch sumerischen Kultur, ich hätte hier auch wieder griechisch hinschreiben können, aber egal, insbesondere für den Ursprung der blonden Haare, findet der Leser im Unterkapitel die Pyramidentexte auf Seite 124,
Im Unterkapitel Sargtexte auf Seite 125 und im Unterkapitel die blonde Tochter des Cheops auf Seite 126. Im Grunde genommen hintereinander weg, ne? Mit der anschließenden Zusammenfassung. Den vermutlich besten Beweis bzw. des Rätsels Lösung lieferte jedoch Jürgen Spannuth. Diesen Dieter Brasch in seinem Buch im Unterkapitel Die feurige Erscheinung gewunden wie eine Spirale auf Seite 246 übernahm. Mir persönlich haben jedoch am besten die Unterkapitel im Kapitel Das Schiff als Symbol der Macht von Rinderhirten in Ägypten auf Seite 149 gefallen, wo Brasch auf die technischen Möglichkeiten bzw. Diskrepanzen der ägyptischen Schiffe eingeht und oder die Unterkapitel im Kapitel Stand der Technik in Sumer ab Seite 209, wo er auf die technischen Möglichkeiten bzw. Diskrepanzen der sumerischen Schiffe und die der Metallverarbeitung in Kombination mit dem anschließenden Kapitel Wo entstand die Bronze, in Europa oder im Orient? Fragezeichen, eingeht, welches vermutlich an meinem ingenieursmäßigen Denken / Verständnis liegt. Auch Dieter Braschs Gedankenexperiment im Unterkapitel zur vermuteten Sozialstruktur von Jägernomaden im Norden auf Seite 40, wo er annimmt, dass das Gilgamesch-Epos keine sumerische, sondern eine aus dem Norden importierte Heldensage sei oder eventuell im hohen Norden wie in Sumer zeitgleich entstand, hat bei mir diverse Fragen oder ein bzw. mein Gedankenexperiment aufkommen lassen. Also jetzt kommt mein Gedankenexperiment oder ein Gedankenexperiment. Im Gilgamesch-Epos heißt es, dass Gilgamesch die Unsterblichkeit suchte, weil er drei Viertel Gott und ein Viertel Mensch war. In Anbetracht der beiläufig gewonnenen Informationen bezüglich des Mangels an Vitamin D, welcher durch zu wenig Einwirkung der kurzwelligen energiereichen Ultraviolettstrahlung des Sonnenlichtes auf der Haut hervorgerufen wird, wie der Laktoseintoleranz bei stark pigmentierten bzw. dunkelhäutigen oder dunkelhäutigeren Menschen in Afrika, Asien und im Mittleren Osten, stellt sich mir die Frage, ob Gilgamesch nicht drei Viertel Gott und ein Viertel Mensch war, sondern stattdessen drei Viertel Nordmensch bzw. blond und blauäugig und ein Viertel entweder Schwarzafrikaner oder Asiat war. Also ein vermischter vom Mannstab. Suchte, der arme Kerl, finde ich gar nicht komisch, suchte Gilgamesch statt der Unsterblichkeit in Wahrheit eine sogenannte Überlebenschance im hohen Norden bzw. einen Weg zurück zum nordischen Ouroboros, auf Deutsch Schwanzverzehrer, als nordisches Symbol der ewigen Wiederkunft? Irgendwie muss ich jetzt an den Daywalker denken, ne? Hier an Wesley Snipes aus Blade. Wir sind denn die Nightwalker? Der Schwanzverzehrer dachte ich ja hochreißen. Für die billigen Witze bin ich zuständig, habe ich gesagt. Zitat. Sehr wichtiges Zitat, bitte zuhören. Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Bevor die Antifas buhen, nein, ist kein germanischer, arischer, super-duper nordischer blonder Typ gewesen, es war Benjamin Disraeli, ein J, einer mit den großen Nasen. Noch ein Zitat. Und das Leben, ein ewiger Kreis. Eine Strophe des Titelsongs von Disneys König der Löwen. Moment, nee, ich trinke mal einen Kaffee. Genau, mit Milch. Mit viel Kuhmilch, ja. Milch. Denn nur die Milch macht's. Mumu. Ja, bitte mit Sand. Ah. Eine interessante. Hauptsache, ihr lacht über meine Witze. Eine interessante und vor allem erschreckende Ergänzung bezüglich der beiläufig gewonnenen Informationen über die Laktoseintoleranz bei stark pigmentierten bzw. dunkelhäutigen oder dunkelhäutigeren Menschen in Afrika, Asien und im Mittleren Osten ist das Buch Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert, von Peter C. Gottsche, G-O-T-Z-S-C-H-E. Und die Artikel, genau zuhören,
Wie Europas Billigmilch Afrikas Märkte zerstört. Auf tagesschau.de Ausland Milchgipfel 112 von 2009 oder warum afrikanische Bauern keine Chance gegen die europäischen Kollegen haben. EU-Milchpulver statt heimischer Milch auf Neue Osnabrücker Zeitung von 2011. Milchprodukte sind einer unserer Exportschlager nach Afrika. Wie auch die Internetseite The Dr. Rath Health Foundation, die Geschichte des Geschäfts mit der Krankheit von Dr. Matthias Rath, die der Leser meiner Rezension finden wird, indem er sie die Titel als Suchbegriff in die Yahoo-Suchmaschine eingibt. Muss man sich echt mal vorstellen. Dann liefern wir also die Kuhmilch, die Rohmilch darunter nach Afrika und unsere Multikulti-Spinner hier in Europa denken, oh yeah, tun wir den Negern da unten, den Kulturbereichern da unten, tun wir dann etwas echt Gutes, ne? Ist es nicht ein unglaublicher Zufall, dass die EU über 40.000 Tonnen Milchpulver nach Afrika exportiert, in Klammern als so zu bezeichnenden Exportschlager neben Waffen, Klammer zu, und diese obendrein auch noch billiger anbieten als die Milch bzw. die Nicht-Kuhmilch, die sozusagen direkt vor der eigenen Haustür gewonnen / hergestellt wird. Ja, wie ich eben gesagt habe. Zitat. AIDS war geplant zur Menschheitsdezimierung. Ja, AIDS ist Schwachsinn, ich weiß. AIDS war geplant zur Menschheitsdezimierung und man wollte den afrikanischen Kontinent entvölkern. Aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, hätte sich mal öfters neue Schwarmland angucken sollen, hat es nicht funktioniert. Also funktionieren tut es generell gesehen schon. Ja klar, wenn man bedenkt, dass es wirklich keine andere Krankheiten sind. Ne? Aber viel, viel zu langsam. Daher muss man das jetzt auf andere Art und Weise machen. Man arbeitet an anderen Krankheiten. Blablabla. Bla, bla. Und irgendwann sind sie, damit sind die Kulturbereiche gemeint, die ganz, ganz dunklen, ausgerottet. Hat gesagt? Fast, ja. Der interviewte Hochgrad Freimaurer aus Jan van Helsings Geheimgesellschaften Band 3. So viel zur Gutmenschenaussage, Zitat, wir sind alle gleichartig, eventuell gleichwertig, wer es glaubt, jedoch eindeutig bewiesen nie und nimmer gleichartig. Letzte Seite, ihr seid bald erlöst. Fazit. Durch den peinlichen Patzer anhand Darwins Evolutionstheorie die Hypothese, das Dolmengebiet im Bereich der westlichen Ostsee war bis in die Bronzezeit um 1400 vor Christus abgeschlossen, belegen bzw. bekräftigen zu wollen, wollte ich zuerst 4 von 5 Sternen vergeben. Da Dieter Brasch jedoch studierter Mediziner und kein Archäologe ist und er in seiner vorliegenden Arbeit die Ausbreitung einer indoeuropäischen Kultur ist von Nordeuropa ausgegangen und nicht umgekehrt, dass Europa in der Stein- und Bronzezeit kulturell in allen wesentlichen Entwicklungen von den Hochkulturen in Ägypten und in Mesopotamien beeinflusst worden sei, aufzeigt bzw. beweist und sein Buch Die Beweise in Jürgen Spannhuts Buch Das enträtselte Atlantis bestätigt bzw. bekräftigt, sollte ein Auge zugedrückt werden, das hat jetzt keinen Bezug auf die Pyramide mit dem Auge, ne? Ein Auge zugedrückt werden, weswegen ich dem Buch Pharaonen und Sumerer, Megalithiker aus dem Norden, doch noch 5 von 5 Sternen vergebe. Eine interessante Ergänzung zu diesem Buch ist die Dokumentation Pharaonen, Pyramide und Stonehenge. Ansichten und Theorien um uralte Baudenkmäler der Menschheit aus dem Dritten Reich des Jahres 1939, den der Leser meiner Rezension finden wird, indem er sie den Titel als Suchbegriff in Yahoo-Google-Suchmaschine eingibt. Ist das jetzt hier ein Zitat? Moment. Ja, noch 2 Zitate, also Zitat Nummer 1, wobei die gehören eigentlich zusammen, es sind einfach 2 Zitate. Also Zitat. Genau zuhören. Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde, bla bla bla, durch die Vermischung der Rassen mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Dazu sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der dritten Welt aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90. Zu dumm zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Das war das erste Zitat und dann kommt noch etwas später hinterhergegangen. Jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis, doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich, we shall kill them. Auf Deutsch übersetzt so viel wie, wir sollten sie töten. Hat gesagt? Ja, ein gigantisches Arschloch, ist richtig. Zitat oder Zitate vom amerikanisch,
jüdischen, ist nun mal ein Jude, dafür kann ich nichts, einen amerikanisch-jüdischen New World Order oder Neue Weltordnung Anhänger und Globalisierungsfanatiker und ultra hässlich nebenbei erwähnt, mit dunklen schwarzen Haaren ausgestattet, Thomas P.M. Barnett. Diplom-Ingenieur Dennis Ingo Schulze, sehe ich. Ja. Danke. Fragen oder Ergänzungen? Ich will nur hier meinen Kaffee. Mit Milch aber. Mit Kuhmilch, Rohmilch. Ja, also lass laufen. Okay, also. Jürgen Spann, du wirst uns ja demnächst vielleicht eine Rezension über Jürgen Spann uns bringen und über diesen Film mit über Pharao.